Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich habe euch gesagt, dass ich jedes Woche... Das war kein Deutsch. Ich habe euch gesagt, dass ich jedes Wochenende... Nein, stopp. Ich habe euch gesagt, dass jeden Sonntag ein Video von mir online kommt. Letzte Woche kam keins. Ich war so stolz auf mich, dass ich durchziehe. Und letzte Woche nichts. Gar nichts. Aber ich habe einen Grund. Ich war bei meiner Cousine Rabia. Und ich konnte dort kein Video drehen. Ich wollte die Zeit mit dir genießen. Ich wollte da jetzt nicht einfach irgendein YouTube-Video drehen. Aber hey, das passiert. Ne? Das ist menschlich. Danke. Dafür ist das Video heute aber noch viel geiler als alle anderen davor. Was willst du mir jetzt damit sagen? Heute werde ich alle Dinge, die ich als Kind kaufen wollte, habe ich jetzt gekauft. Die werde ich in diesem Video ausprobieren. Boah, ich habe voll Mundgeruch, ne? Leute, ich glaube, das ist mein neues YouTube-Dings. Go bitch, go bitch. Sieht so geil aus. Hä, Misa? Wow. Das war jetzt eigentlich nur für dieses Video, aber ich glaube, ich werde jetzt immer so drehen. Ich fühle mich so professionell. Wie ihr wisst, habe ich alles gekauft. Oh, ich fühle mich gerade so super. Das ist jetzt das erste Paket. Ich habe ganz viele Sachen auf Amazon bestellt. Ich weiß jetzt nicht, was in dem drin ist, aber es ist irgendwas, was ich mir als Kind immer gewünscht habe. Walkie-Talkies. Ich wollte schon immer mal Walkie-Talkies haben. Wir haben jetzt hier Walkie-Talkies. Ich wollte das als Kind schon immer haben. Jetzt habe ich es und jetzt probieren wir es mal aus. Go bitch, go bitch. Da sind keine Batterien drin. 10 Stunden später, ich habe Batterien geholt. Jetzt. Hallo. Hallo. Kannst du mich hören? Ja. Mir geht's gut und dir? Mayday, schießen auf Nisa. Deine Mutter. Als nächstes, ich habe keine Ahnung, was es ist. Ach du meine Güte. Eiscrememaschine. Ich wollte das als Kind immer haben. Oh, man musste es 8 Stunden ins Gefrierfach legen und dann kann man erst Eis draus machen. Das heißt, wir können es erst morgen machen. Nächstes, oh, man sieht es nicht mal. Das Paket ist sehr, sehr groß. Ich glaube, ich weiß, was es ist. Ach, das gehört mir. Das gehört mir. Hallo, das sind meine Kindheitsträume. Eine Meerjungfrauenflosse. Ich glaube, ich muss euch nicht erzählen, was meine Kindheitsträume sind. Sind hier abgebildet. Versteht nicht, ich habe immer damals diese Videos gesehen, wo Leute mit diesen Meerjungfrauenflossen im Wasser geschwommen sind. Und ich wollte auch immer, aber ich habe mich nie getraut, weil es war mir peinlich. Es ist mir auch immer noch peinlich. Das ist die Flosse und die tut man dann hier rein, damit es so stabil ist. Genau, stabil, genau wie ich. Leute, es ist wirklich so warm. Ich habe jetzt extra auch das passende Oberteil angezogen zur Flosse. Zwar voller Katzenfell wegen meinen Katzen, aber egal. Ich weiß gar nicht, ob ich reinpasse. Oh mein Gott, ich passe rein. Ich geht nicht. Ich bin zu breit. Ich mache zu viel Sport, glaube ich. Daran liegt's. Ich bin so dumm. Ich hätte das erst anziehen müssen, oder? Ja. Ich hab's geschafft. Kindheitstraum Nummer 3. Erfüllt. Ich wollte damals als sehr kleines Kind immer einen Vogel haben, also einen echten Vogel. Ich habe aber nie einen bekommen. Deswegen habe ich mir jetzt einen gekauft und nicht nur einen normalen, langweiligen Vogel, sondern einen Papagei. Ich fand das immer so toll an Vögeln, weil wir waren damals immer zu Besuch bei einer Freundin von meiner Mutter. Und die hatte einen Vogel. Der Vogel konnte sprechen. Also nicht wie wenn ich gesagt habe, keine Ahnung, hallo, hat er auch gesagt hallo. Und ich glaube, es war gar kein Papagei, aber er konnte es trotzdem. Auf jeden Fall, der kann das auch. Also irgendwie... Diese Scheiße, die geht nicht. Soll der Kakadu heißen? Nein, Cassandra. Wir probieren jetzt mal aus, ob er nachsprechen kann. Hallo. Bin wieder da. Psst. Hast du mich vermisst? Nein. Hallo. 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 Hallo! Wirklich, mach die Drecksscheiße aus. Ich schwöre, der war auch noch voll teuer, ey. Das geht. Papi! Ich glaube, das ist das Geilste von allem, was ich bestellt habe. Wer das als Kind nicht wollte, war kein Kind. Ich habe das immer in den Werbungen gesehen. Kennt ihr noch von damals diese Schuhe, die diese Räder hatten? Ich wollte die immer in meiner Schule haben. Weil in unserer Schule war das nicht erlaubt, warum auch immer. Und deswegen konnte ich sie nicht haben, weil es hätte sich nicht gelohnt.
Aber wieso sind die pink? Die sind pink. Also Leute, das sind die Schuhe. Ich habe es hier bei dem Schuh schon hinbekommen, die Rollen rauszuholen. Und zwar, man muss diesen Pfeil, also dass er so nach oben guckt und... Boom, da sind sie draußen. Oh mein Gott. Okay. Lisa! Endschwer. Pass auf das Wasser von den Katzen. Schiene tue ich jetzt hier rein, damit ich morgen Eis machen kann. Ich hoffe bis dahin, dass es gut gekühlt ist. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen, ne? So Leute, es ist der nächste Tag. Ich bin mental am Ende. Aber wir machen jetzt unser Eis. Maschine. Und das ist jetzt die Schale, die ist wirklich... Oh mein Gott, die ist so kalt. Ich kann es nicht mehr in der Hand halten. Kann ich das hier hinstellen? Hier ist... Alle, wir haben uns überlegt, wir wollen Emio-Eis machen, weil wir haben keine Früchte oder so zu Hause. Das heißt... Du schüttelst da jetzt Emio rein. Okay, ich steck das mal an. Okay, so Leute, wir machen das jetzt an und ich hoffe, dass es funktioniert. Oh, ja, der Deckel muss ein bisschen fester. Kann man das schon was sehen? Aber warte, hätten wir noch irgendwie Milch oder so rein tun sollen? Aber da wäre es ja voll eklig. Leute, ich glaube, es funktioniert. Seht ihr das? Da sind so leichte... Wo ist mein Finger? Hier. Da sind so leichte Klumpen drin. Könnt ihr das sehen? Ich glaube, es funktioniert. Es hat funktioniert. Guck mal. Also es ist halt Slush-Eis geworden, also jetzt kein Eis-Eis. So sieht es aus. Also Leute, ich würde... Was ist das eigentlich für ein Fleck? Ich würde sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe wie immer, dass es euch gefallen hat. Ich hatte sehr viel Spaß an diesem Video, auch wenn ich die ganze Nacht geschnitten habe und keinen Schlaf hatte. Falls euch das Video gefallen hat, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Falls es euch nicht gefallen hat, gebt dem Video 2 Daumen nach oben. Kommentiert gerne, was ihr als nächstes sehen wollt. Ich glaube, diese Idee, nee, die war nicht von euch. Aber ich inspiriere mich an euren Ideen. Also wenn ihr mir gute Ideen gebt, dann mache ich die, weil euer Wunsch ist mein Befehl. Auf jeden Fall, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Und ich hoffe, dass ich nächste Woche was hochlade. Das wäre super. Ich komme nicht ran.